Erstmal vielen Dank für die nettevolle Vortrag. Danke für dieses Thema. Ganz praktische Frage. Also zumindest sind für mich die Sünde als zum Essen zu kontrollieren, ist meistens einfach, weil wir haben genauso Regeln, was wir nicht essen sollen. Und das Essen muss auch geopfert werden. Mhm. Also für mich, das ist einfach zu kontrollieren. Aber wenn wir reden über Sünde als ein Sprecheninstrument, so, was sind die Regeln? Was soll man sprechen? Mit wem soll man sprechen? Was soll die Themen sein? Mhm. Heißt das, muss man gar nicht, zum Beispiel, das kann ich für jeder sagen, dass wir arbeiten, wir gehen ins Büro, wir haben Kollegen, Freunde, alle. Mhm. Und wir reden natürlich nicht immer über Krishna. Ja. Was genau soll man, wie soll man die Sünde als ein Sprecherinstrument kontrollieren? Mhm. Ja, das geht ja darum, ob wir Gemeinschaft geben oder nehmen. Ne? Also wenn wir jetzt, also ich bin bei mir im Laden und dann kommt ein Kunde rein und redet, fängt an zu reden, dann kann ich mich beeinflussen lassen von dem, was er sagt, oder ich gebe ihm einen anderen Vorschlag, der irgendwie im positiven Sinne ist. Also ich gebe ihm Gemeinschaft, dadurch, dass ich, ne? oder ich nehme die Gemeinschaft, und da müssen wir dann aufpassen. Wir können irgendwie, wenn im Grunde genommen sind wir, wenn wir positiv sind, wenn wir die Philosophie in indirekter Weise sprechen, ne? Dann sagen die, also ich weiß, ich war bei so einer Feier vom Geburtstag von meiner Tante, und meine Tante hat immer zwei Feiern gemacht, eine für unsere Familie vegetarisch und eine Fleischfeier. Und irgendwie bin ich aus Versehen in die Fleischfeier reingeraten. Ich wollte irgendwas von ihr, bin da reingegangen und das merke ich, ups, was ist hier los? Berge von Fleisch. Und da sagte mein Onkel, schmeckt gut. Aber er hat genau gewusst, was ich denke. So. Ich habe ihm seine ganz, oder ich war auch, ja, und die haben dann auch, das war so eine andere Feier, war ich auch. Und dann, als ich dann da war, habe ich die ganze Stimmung zerstört. Alleine nur, dass ich da war, ich habe gar nichts gesagt. Weil die wussten alle, was ich denke. Darüber. Und die wussten auch insgeheim, dass es nicht gut ist. Aber das, es ist egal. Das irgendwie so. Ne? Aber als ich dann da saß und so, ich habe dann nichts gegessen und so. Und dann, okay, das war dann mega peinlich. So, das hat irgendwie, wir haben als Devote schon immer einen Einfluss, alleine wenn wir gar nichts sagen oder wenn sie wissen, was wir machen. Da war ich im Penny, habe 12 Tüten Haferflocken gekauft, weil die billiger waren. Da sagt der Verkäufer zu mir, so, was isst du? Und dann der Typ sieht aus, so ein halbes Auge, so, denke ich, mal sehen, was du denn isst. So, aber der fand mich nett, weil er sein Fahrrad hatte zur Reparatur. Und dann habe ich plötzlich einen neuen Freund, einen Benny. Und er sagt, so, was isst du? Und so langsam beeinflusst man die. Nächstes Mal fängt man an, so irgendwas zu erzählen. Und irgendwann stoppen die vielleicht und sagen, okay, so weit würde ich mitgehen, aber so weit lasse ich das nicht, dann stopp. So, ne? Ich habe in der Schule gepredigt, als ich in der Schule noch war. Und dann habe ich ein halbes Jahr konnte ich im Deutschunterricht predigen. Danach haben die geschrien, hör auf, ich kann das nicht mehr hören. Aber sind ungefähr 5 sind Devotis geworden. Und die eine, die hör auf geschrien hat, hat Selbstmord gemacht. Die war Kommunistin. Die hat später Selbstmord gemacht. Also du kannst die Leute denen das geben und dann merken die irgendwann, so weit wollen sie das aufnehmen, aber mehr auch nicht. Und wir nehmen eigentlich auch so viel auf, wie wir wollen. Wir selber auch. Wir nehmen gewisse Sachen auf, die für, wo wir denken, das ist okay, aber nicht mehr. Ich bin zum Tempel gegangen, da war ich die Bodhi schon. Ich habe aber nicht viel verstanden, was die da so immer geredet haben. Das war 2-3 Monate. Danach habe ich verstanden, das geht um Gott. Da habe ich gedacht, was? Das wollte ich ja nun gar nicht. Gott, diese ganze Idee mit Gott. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich bleibe. Ne? Bin geblieben. Aber das, so, das dämmerte mir plötzlich, warum es hier geht.
Und das dämmert, es geht uns auch immer weiter. Es dämmert uns, dass wir uns hingeben müssen zu Krishna. Das ist Radhana Swami, wir geben uns einfach nicht hin. Wir geben uns nicht hin. Nicht wirklich. Und deswegen, hatte das Beispiel gegeben von Gajendra, dem Elefant, der wurde von Krokodil angegriffen. Und das Krokodil war stark im Wasser, aber nicht auf dem Land. Und das Krokodil hat tausende von Jahren im himmlischen Urwald da mit dem Gajendra gekämpft. Und der Gajendra war in seinem letzten Leben ein Devoti gewesen. Und er hat natürlicherweise zu Krishna gebetet, irgendwann, nach langer, langer Zeit. Und das Krokodil war am Gewinn. Und dann irgendwann ist Krishna gekommen und hat dem Krokodil den Kopf abgeschnitten. Und das Krokodil ist zurück zu Krishna gegangen und Gajendra auch. Und da hieß es, Gajendra hat nicht gesagt, bitte Krishna, schneid den Kopf ab vom Krokodil und danach mache ich wieder weiter mit meinem alten Leben. Sondern Gajendra ist dann tatsächlich, wurde abgeholt von seinem spirituellen Flugzeug und ist in die ewige Welt gegangen. Weil er hat wirklich sich hingegeben und deswegen ist Krishna erschienen. So, das war das Beispiel, dass wir müssen uns irgendwann wirklich hingeben. Und dazu, das ist die Herausforderung, vor der wir selber aufstehen als Devotis. Die Ernsthaftigkeit. Und dann, wenn die Ernsthaftigkeit da ist, geht alles andere automatisch weg. Sobald wir so schwächeln, dann lassen wir uns wieder von den alten Sachen mitziehen, wenn wir stark die Entschlossenheit haben, ja, jetzt gebe ich mich Krishna hin. Und das tun wir dann hoffentlich zum Ende des Lebens, wenn es offensichtlich ist, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt kommt der Tod. Alles klar, jetzt gibt es keine Pizza mehr oder so, jetzt ist nur noch Hingabe angesagt. Okay. Aber manchmal ist es auch sehr schwer, irgendwie. Manchmal ist das alles auch sehr schwer, was Sie da gerade vorgetragen haben. Ja, das ist nicht einfach. Herzlichen Dank. Also ein Beispiel, gestern kam eine Freundin zu mir und gestern war Fastentag. Ich hatte einen Kuchen gebacken, habe aber dann nicht von diesem Kuchen gegessen und dann fragte sie, wieso isst du keinen Kuchen? Und ich war nicht in der Lage zu sagen, ja, weil heute ist Fastentag. Also solche Momente gibt es durchaus, auch jedenfalls bei mir. Mhm. Ich konnte ihr nicht sagen, heute ist Fastentag, sondern ich habe einfach gesagt, ja, mein Magen ist nicht in Ordnung. Also solche Momente gibt es, also ich kann das jedenfalls von mir sagen, dass ich nicht immer davon, also dass ich manchmal eben feige bin, irgendwie, gerade auch so im Freundeskreis, manchmal auch im Verwandtenkreis, dass ich einfach feige bin zu sagen, okay, ich glaube, ich versuche zu glauben an Krishna und vielleicht kommst du auch mal und hörst du das an und so weiter. Also dazu bin ich nicht immer in der Lage. Mhm. Naja, man muss auch gucken, wer steht vor dir, ne? Wenn du merkst, die Frau ist überhaupt nicht interessiert, vielleicht, dann muss man das nicht. Ich kenne das im Laden bei mir, so ein Kunde, den kenne ich schon 30 Jahre, da kommt man an seine Grenze und dann macht man Hallo, wie geht's, alles gut, tschüss. Und ist nett, aber ist nett. Kapitel 17, Vers 15, vielleicht nehme ich das mal auf, über Entlagung und Reden. Entsagung entsprechen. Ja, 17, 15. Nur die Wahrheit sagen. Ne? Achso, ja. Ja, das Mikrofon, bitte. Mikrofon, bitte. 17, 15. So, ich schlage es auf. Anudvega karam vakyam satyam priya hitam chayat svadhyaya vyasalam chayva vari van mayam tapa uchyate. Enthaltung in Bezug auf das Reden besteht darin, nur Worte zu sprechen, die wahrheitsgemäß, erfreuend und nützlich sind und andere nicht erregen, und auch darin, regelmäßig die vedischen Schriften vorzutragen. Erläuterung. Ja?
Muss nicht, also so. Wir sind schon so spät leider. Aber das war eine gute Antwort auf die Frage. Also, wahrheitsgemäß, erfreuend und nützlich und Worte, die andere nicht erwähnen. Super. Okay, in diesem Sinne, Hare Krishna. Vielen Dank.